Mein Name ist Marco Melle, ich bin Chefkurator des Universalmuseums Joanneums. Ich beschäftige mich mit Ur- und Frühgeschichte, speziell auch mit der Hallstattzeit. Und wir befinden uns hier in Groß-Klein beim HAMUG, Museum, das eigentlich 1990 entstanden ist, 2003 erweitert wurde und jetzt seit 2019 gibt es halt die neue Ausstellung des Joanneums. Wir befinden uns jetzt in dem ersten Raum, wo es darum geht, der den Titel trägt, Zähmung der Landschaft. Darum geht es auch da darüber, wie sich die Landschaft über die Jahrtausende eigentlich verändert hat. Also einerseits die Pflanzen, andererseits die Menschen, wie die damals gelebt haben. Wir haben in dem Raum versucht, auch ein bisschen experimentelle Archäologie einzubringen, also ein Fach, wo man halt versucht, mit Experimenten nachzuvollziehen, wie man früher zum Beispiel gepflügt hat oder Bäume gefällt hat. Das ist jetzt mal der Hauptraum des Museums. In dem Hauptraum geht es wirklich um die Hallstattzeit. Im Mittelpunkt steht die Sundtal-Nekropole. Wir haben einerseits den rekonstruierten Grabhügel mit einem rekonstruierten Brandgrab. Es ist immer spannend, wenn man so in einen Grabhügel reinschauen kann. Da sieht man ja eine keramische Urne und mehrere Gefäße mit diversen Beigaben. Und solche Grabhügel gibt es in der Landschaft rund um Groß-Klein ja sehr viele. Also heute sind noch rund 600 in den Wäldern gut zu erkennen. Wahrscheinlich war es ursprünglich über 2800 Grabhügel, die um die Höhensiedlung rum waren. Also ein Highlight in Groß-Klein ist eigentlich in Klein-Klein. In Klein-Klein liegen nämlich die Fürstengrabhügel. Wir haben einerseits aus den Fürstengrabhügeln die bekannte Maske und die Hände, weil hier oben die Bilder vom Leben der damaligen Menschen sprechen. Wir haben nämlich zu der Hallstattzeit keine schriftlichen Quellen. Also einerseits natürlich die Gräber, die Grabhügel, die Fürstengrabhügel und die anderen Grabhügel. Andererseits die Siedlung. Oben auf dem Burgstellkogel oder dem Krillkogel auf dem Gipfel befindet sich die Siedlung. Und dort haben wir in den letzten Jahren mehrere Gebäude ausgegraben. In dem dritten Raum des HAMUGs geht es eigentlich um sehr unterschiedliche Funde aus unterschiedlichen Zeitepochen, die alle aus der Region stammen. Und wir sprechen hier unterschiedliche Themen an. Also einerseits geht es hier um die Kultivierung der Landschaft, wie die Bauern mal früher sich hier angesiedelt haben, die ältesten Funde sozusagen aus der Kupferzeit, 4. Jahrtausend vor Christus. Dann in einer Vitrine geht es weiter ums Weben, also besonders in der Hallstattzeit gibt es mehrere archäologische Belege für wirklich große Webstühle. Also es hat, also Textil war immer wichtig gewesen. Und hier können wir sozusagen in ein römisches Gebäude schauen. In der Römerzeit haben die Römer diese Villa Rustica aufgebaut. Also Villa Rustica ist ein römisches Gebäude. In erster Linie so ein landwirtschaftliches Gebäude. Wir haben eine Villa Rustica in kleinen Raum. Und was ja immer in Großfern auch wesentlich war, ist die Eisenherstellung. Also es gibt mehrere Eisenlagerstätten in der Umgebung von Großklein und wir finden immer wieder Schlacke und es ist sehr wahrscheinlich, dass schon seit der älteren Eisenzeit, seit der Hallstattzeit hier auch Eisen abgebaut wurde. Dass sich die Landschaft ständig verändert, sehen wir noch einmal in den sogenannten Zeiten des Umbruchs. Einerseits war das am Ende der älteren Eisenzeit, also der Hallstattzeit, wo sich das Ganze geändert hat. Und zum zweiten Mal in der Völkerwanderungszeit, also nach Christus 6. 7. Jahrhundert, wo sich auch die alten Strukturen, ja, die wurden aufgegeben und neue Besiedlung wurde erschaffen. Also da auf der Karte können wir sehen, wie es damals früher in der Hallstattzeit ausgeschaut hat. Es gab oben auf dem Gipfel des Burgstallkugels oder des Grillkugels die
hallstattzeitliche Siedlung. Und alles, was gelb markiert sind, markiert ist, sind Grabhügelgruppen. Wir rechnen damit, dass es rund 2000 Grabhügel damals gab. Also die wurden ja angelegt als ein Begräbnis. Zu der damaligen Zeit wurden die Menschen verbrannt. Die Überreste wurden in eine Urne aufgesammelt und meistens in so ein Grab niedergelegt mit anderen Beigaben. Diese Beigaben waren manchmal keramische Gefäße, also sehr oft mit wahrscheinlich Essensresten. Und manchmal gab es ja auch Metallgegenstände, die im Grab übrig bleiben, ob das jetzt Fibeln sind oder halt Waffen oder halt andere Schmuckgegenstände. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt natürlich Unterschiede bei den Gräbern. Also es gibt die großen Grabhügel, die Fürstengrabhügel oder die Elite. Und es gibt ganz kleine, winzige Grabhügel von nur ein paar Meter Durchmesser, wo eigentlich die Durchschnittsbevölkerung ja auch begraben wurde. Und das alles kann man hier im Großkleinen wirklich vor Ort erleben. Also wirklich eine echte Kulturlandschaft, wie es vor 2800 Jahren mal gab.